Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch. Wir haben immer wieder das 2 am Start, aber es ist ja nicht so tragisch. Die letzten 2 oder 3 Maps waren ja, glaube ich, nicht das 2, von daher, warum nicht? Warum nicht? Die, also 2 Ts sind auf B. Ich habe gerade den Wallhack nicht. Habt ihr gerade gesehen, wie der hochgeflickt ist? Nein, ich wollte gerade. Ich habe mir eigentlich schon gewünscht, dass wir jetzt endlich mal wieder einen Fall haben, der möglicherweise sehr schwer ist und keinen. Wow. Und keinen Cheater innehält, aber es sieht doch irgendwie danach aus. Das ist doch voll merkwürdiges Rumgedödel, was er da macht. Naja, ich habe mich jetzt etwas weiter zurückgefahren in der Facecam. Man sieht jetzt etwas mehr. Ich habe beim Umbauen hier für die HTC Vive habe ich festgestellt, dass die beiden Ständer für den Greenscreen auch nicht perfekt ausgefahren waren. Der ist jetzt viel weiter oben. Sonst konnte ich nie so weit ausfahren, weil Okay. Es ist ultra merkwürdiges Gewackel, vor allem gerade eben wieder am Schluss auf den Kopf. Ja, ich werde wahrscheinlich während dem HTC Vive spielen, wenn ich dann da hinten stehe. Hier und also im Sitzen könnte ich es machen, dass ich komplett gekeyt bin, wenn ich das Spiel spiele. Aber er zuckelt einfach jedes Mal so komisch hoch. Manchmal, es ist ein Ding. Ihr wisst schon, er drückt drauf. Er toggelt ihn. Er hat eine Taste, um auf den Kopf zu ziehen. Wenn ich es im Stehen mache, dann geht es wahrscheinlich nicht. Also, ja. Dann seht ihr mich nur so rumarbeiten. Hoppala. Ich will natürlich diese Webcam werde ich noch etwas höher hängen. Und zwar da oben hin. Und dann sieht man das vielleicht nochmal anders. Aber dann könnte es wiederum mit der Höhe des Greenscreens gefährlich oder, ja. Der ist halt einfach nicht. Er ist eigentlich hoch genug, aber die Ständer sind nicht hoch genug. Ich müsste ihn eigentlich hoch an die Decke hängen. Also komplett. Dann würde er sogar noch von der Decke runter bis auf den Boden und eine gewisse Fläche bilden, auf der ich sogar stehen könnte. So lang ist er. Aber die Halterungen sind einfach nicht hoch genug. Um jetzt nicht ständig Ständer zu sagen. Wo schießt er denn hin? Warum aimt er denn so krass auf ihn drauf durch die Wand? Hat er da, ich weiß nicht, wie. Ich muss mir das Video mal wieder anschauen, wo man sieht, wie weit ein Wallhack geht. Er geht nicht ewig weit. Irgendwann sieht man nicht mehr, wo der Gegner steht, auch mit Wallhack. Naja. Er rennt jetzt ganz rum und geht wahrscheinlich auf A. Wir werden dann gleich mal wieder feststellen, was es hier mit diesem Cheater überhaupt auf sich hat. Was das für jemand, für einer ist, für ein Mensch. Ja, das Menschliche ist mir sehr wichtig. Aber erst wollte ich es noch kurz zu Ende bringen. Also, es wird wahrscheinlich jetzt über die nächsten paar Tage Veränderungen geben hier in dem Raum, mit dem Setup. Vielleicht ist halt auch der Greenscreen irgendwann mal nicht da für ein paar Aufnahmen. Ich gucke aber trotzdem oder ich hätte gerne, dass ich den Greenscreen natürlich für die normalen Nicht-VR-Aufnahmen da habe. Es ist halt immer ein kleines Um- und Hin- und Her-Gebaue. Ich muss mir wohl oder übel so eine Rolle holen. Krass, Mann. Ich muss mir so eine Rolle holen, damit ich den abrollen kann, den Greenscreen. Das wäre optimal. Dann könnte ich einfach hochziehen, wupp, vielleicht sogar noch elektrisch. Und dann wäre es gut. Sofern man da so selbst gekaufte Greenscreens einspannen kann. Ich hoffe, dass man da nicht extra nochmal so einen ganz neuen kaufen muss, weil ich auf den jetzt alles perfekt eingestellt habe und der aus Wolle ist. Also der ist halt sozusagen knitterfrei. Das ist echt herrlich, wenn ich den mal wegpacke und wieder raushole. Ich verstehe ihn manchmal nicht. Was macht der? Oder eine sie? Wir müssen mal gucken. Ich verstehe das Spielverhalten nicht. Es bleibt kurz stehen, springen, irgendwo hin aimen, niedrig aimen die ganze Zeit. Movement Fails und sowas. Und dann kommen diese überkrassen Shots. Also ich denke nach wie vor, dass da so eine leichte Aim-Unterstützung oder irgendwas in der Art eben am Start ist. Wir warten mal noch kurz ab, was jetzt hier passiert mit dem Ball. Bell. Die Headshots sind halt schon krass. Und das verstehe ich nicht. Habt ihr dieses. Warum? Warum dieses Movement jetzt? Da vorne ist noch ein Gegner. Also mit großer Sicherheit ist da noch ein Gegner. Aber selbst wenn da keiner ist, dann guckt man doch nicht auf einen bereits geklärten Bereich. Ich kann jetzt leider nicht zurückspulen. Es ist klar, dass hier keiner steht, weil man konnte es ja schon sehen. Und er schaut in die Ecke und läuft dann. Das macht keiner. Jeder normale Mensch guckt geradeaus zum Gegner und geht dann in die Ecke, während man da hinguckt, falls einer kommt. Das ist ganz merkwürdiges Verhalten schon. Also, ich verstehe es nicht ganz. Man guckt doch nicht dahin, wo man läuft, also wenn da niemand ist. Sondern aimt eigentlich immer in die Richtung, wo wahrscheinlich ein Gegner ist. Wahnsinn. Diese auf die Kopfziehung.
Da merkt ihr es jedes Mal, wie es anfängt zu locken. Das ist irgendein Knöpfchen, das er sich da belegt hat. Und der Rest ist so unglaublich schlecht. Guckt euch das an. Gut, okay, Moment. Am Anfang aim ich auch manchmal auf den Boden. Also einfach noch vom runden Ende, zack, und dann kauft man einen, dann aimt man während dem Einkaufen halt auf den Boden. Okay. Aber trotzdem, das... Wow! Verschissel! Alter Verwalter, okay, also es ist auf jeden Fall... Ich denke, da müssen wir... Wo kamen jetzt die hinter ihm her? Sind die sofort durchgelaufen oder was? Ich denke, da gibt es nichts mehr zu daubten. Das ist auf jeden Fall eine Aim-Unterstützung hier. Jetzt müssen wir noch gucken, was das für ein Essig ist. Fühlt sich schon... Ich glaube, es ist ein Herr, sogar ein recht alter Herr. Oder ist das eine alte Frau? Ist das eine MILF? Wäre natürlich perfekt für die Thumbnail. Ich glaube, es ist eine MILF. Nee. Wir machen es uns heute nicht so einfach. Es ist nämlich so ein Börsenmensch. Merkt ihr das? Ich kann das Alter und das Aussehen nicht so genau abschätzen, aber es ist so jemand von der Börse. Ja, so einer, der durchgehend kalkuliert, auch jetzt im Moment noch. Der kalkuliert, deswegen guckt er auch manchmal auf den Boden und dann, wenn er die Kalkulation fertig hat, dann drückt er halt auf den Kopf. Ist logisch. Achtung. Man merkt es gleich nochmal, wenn er mal rankommt. Das ist eben Matrix und die Bombe ist auf A und gesagt, gut, natürlich kann trotzdem immer was kommen. Aber er ist dann doch schon sehr langsam. Peng. Ja, natürlich. Mein Freund. Achtung, ich will jetzt den, ich wollte jetzt den Headshot sehen, den AWP Lock Headshot. Das wäre jetzt natürlich edel gewesen. Also dieses AWP Aiming war ja wohl verschissen Pillefalle. Habt ihr das gesehen? Wie das Fadenkreuz in der AWP gerade hinterher gelockt ist. Und das gerade eben... Wahnsinn. Also, natürlich könnte man da jetzt sagen, der spielt halt einfach so. Ich habe auch schon diese Lockshots gemacht auf Körbel, wisst ihr noch? Auf Körbelstein in der Pistol... Wow. Da hat er aber gerade ganz schön hart reingelockt, kann das sein? In der Pistol Round, wo dann praktisch der Gegner hier ist und ich war immer so, peng, peng, also so entweder von links nach rechts, zack, 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 oder so. Und ziehe immer wieder drauf, bis ich den Headshot habe. Aber das war einfach zu krass, Mann. Also ich finde eben, gerade im AWP eben hat man es nochmal gesehen, wie das Fadenkreuz einmal gelockt ist, zu ihm so wuff, hinterher. Jetzt könnt ihr auch viel mehr von meinen Bewegungen sehen. Davor war die Zoom-Stufe 1 mehr, also man konnte, glaube ich, nur bis hier sehen. Hier. Mein Kopf war auch sehr oft abgeschnitten. Und jetzt habe ich so ein bisschen, also jetzt ist er natürlich auch weg, aber jetzt habe ich so ein bisschen mehr Freiheit. Ja, Aim Assist läuft bei ihm. Börsenmakler, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Infos. Ich denke, dass er im Jackett gespielt hat, wahrscheinlich. Kann gut sein, natürlich auch noch bei seiner Mutter wohnt. Klar, er cheatet, ja. Ja, alles andere ist jetzt erstmal schwer, ne, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.